Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu diesem Video. Ich bin im schönen Tirol und ich möchte wieder ein Video machen, das sich an alle richtet, aber natürlich auch im Speziellen an Leute, die mit Menschen zu tun haben, ob das jetzt ein Arzt ist, eine Krankenschwester, ein Psychotherapeut, ein Psychologe, jemand, der frisch vom Studium oder von der Ausbildung her quasi an Menschen herantritt. Da möchte ich mit meiner Erfahrung als Psychotherapeutin, als philosophische Praktikerin, als Europas erste Klinikphilosophin einfach ansetzen und dir ein paar Tipps und Tricks, Empfehlungen an die Hand geben. Viele fragen mich, wie machen Sie das, dass Sie nicht die Geschichten, die Ihnen die Menschen erzählen, diese Leidensgeschichten mit nach Hause nehmen und nicht auch noch davon träumen? Und wie machen Sie das, mit Frustration umzugehen? Das ist eigentlich ein Thema, nämlich wie man das macht, überhaupt mit Leid umzugehen. Wie kann man mit Leid umgehen, Tag für Tag, ohne selbst zu leiden, mitzuleiden oder dran kaputt zu gehen oder aber auch abzustumpfen. Das wäre sozusagen die andere Gefahr, dass du einerseits abstumpfst oder so andererseits dem Helfersyndrom erliegst und dich so hineinlegst, dass du rund um die Uhr für deine Klienten, Patienten, als Ärztin ansprechbar bist, vielleicht als Psychiaterin, als Neurologin. Ich kenne natürlich solche Fälle aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem weiteren Bekanntenkreis, wo tatsächlich dieser krasse Fall eintritt, dass sich jemand in einem helfenden Beruf überhaupt nicht mehr abgrenzen kann und diese professionelle Distanz, von der ich immer in den Videos spreche, nicht findet. Wie findest du nun, wenn du frisch angenommen vom Medizinstudium kommst und in eine Klinik kommst und arbeitest dort als Therapeut, als Arzt, als was auch immer, wie findest du zu dieser sogenannten guten Distanz, dieser professionellen Distanz? Das kann man nicht so von sich erwarten, deswegen nimm bitte als erstes den Druck weg. Nimm den Druck weg, sofort perfekt sein zu müssen, alles richtig machen zu müssen. Learning by doing ist die Devise, das ist nur ein prozesshaftes sich entwickeln, dahin entwickeln, dass du dann diese professionelle Distanz einfach erspürst. Das kann aber relativ schnell gehen, wenn du Folgendes beachtest, nämlich zweitens, versuch dich nicht zu überschätzen. Das ist der allerwichtigste Tipp, den ich jetzt in diesem Video dir ans Herz legen möchte. Ich habe am Anfang mich als Psychotherapeutin auch sozusagen unter diesen Erwartungsdruck gesetzt, allen meinen Klientinnen und Patientinnen helfen zu müssen, hilfreich sein zu müssen und in jeder Sitzung merken zu müssen, ah, jetzt geht es der Klientin, der Patientin besser, ah, jetzt habe ich wieder Gutes getan, ah, jetzt war wieder die Sitzung sinnvoll. Und genauso wenig, wie sich eine Klientin in der Psychotherapie diesen Erwartungs- und Leistungsdruck machen soll, soll sich aber auch die Therapeutin das nicht machen, die Ärztin das nicht machen, denn dann wird sie immer wieder enttäuscht und frustriert, wird vielleicht mit sich selbst, ihrer eigenen Leistung, Dienstleistung oder auch mit der Klientin total unzufrieden sein und wird irgendwann Magengeschwür entwickeln. Es ist echt so, dass sich das dann auf die Psyche und auch auf den Körper schlägt. Alles, was psychisch ist, da mache ich gerne ein Video dazu, ist gleichzeitig auch körperlich oder manifestiert sich irgendwann körperlich. Alles, was körperlich ist, ist auch laut Psychosomatikforschung irgendwie mit einem psychischen Faktor versehen. Also man kann nicht sagen, etwas ist nur körperlich oder etwas ist nur psychisch. Es ist immer ineinander verschränkt, verzahnt, wenn du weißt, was ich meine. Ja, aber jetzt zurück zur professionellen Distanz. Du darfst dich nicht selbst überschätzen, soll heißen, als ich erkannte, dass ich nur einen Beitrag leisten kann, dass ich aber sozusagen meine Klienten, meine Patienten nicht Huckepack nehmen kann und Berg auftragen kann und deren Last ihnen auch nicht abnehmen kann. Ab da, als ich eine gewisse, drittens, Demut entwickelte, ging es mir besser. Ging es mir besser und ging es auch mit der Psychotherapie professioneller voran, würde ich sagen. Ganz am Anfang war es halt auch so, dass ich zwischen den Sitzungen mich manchmal am Boden des Büros legte und einfach mal durchschnaufen musste, völlig erschöpft war, wie ausgezehrt energetisch. Das lag aber daran, dass ich mich selbst überschätzt hatte in meiner Wirksamkeit. Die Wirksamkeit der Psychotherapie liegt nicht daran, wie sehr du aufs Gas trittst, und auch die Wirksamkeit deiner ärztlichen Kunst oder pflegerischen Kunst oder deiner Kunst als Servicekraft, wenn du mit Menschen zu tun hast, liegt nicht daran, wie verkrampft und wie verbissen du dich ins Zeug legst, sondern eher an dieser gewissen Leichtigkeit im Umgang mit Menschen und im Umgang mit dir selbst in der professionellen Rolle. Also lass eine Leichtigkeit zu, ist der nächste Tipp. Im Umgang mit deiner professionellen Rolle setz dich nicht unter diesen Erwartungsdruck, ich als Ärztin muss das und das schon können und ich als Psychotherapeutin muss das und das schaffen, sonst bin ich keine gute Therapeutin. Das wäre ein No-Go, das solltest du dir gleich aus dem Kopf schlagen,
Sei mit kleinen Erfolgen zufrieden und mach das auch nicht an dir fest, ist der nächste Tipp, wenn dein Patient gesund wird, wenn deine Klientin, wenn es dir besser geht. Ich dachte mir anfangs auch oft, ah wow, da habe ich viel geschafft. Und dann kam ich aber drauf, dass die Klientin deswegen so strahlte, nicht weil die Psychotherapie endlich gegriffen hatte, vielleicht das ja auch, sondern weil sie sich frisch verliebt gehabt hatte. Jetzt kann man natürlich sagen, sie hätte sich vielleicht gar nicht öffnen können vor lauter Bindungsangst, wäre nicht die Psychotherapie so gut vorangegangen. Also man kann es nicht wirklich auseinander splitten, was ist jetzt mein Beitrag als Arzt, als Ärztin, habe ich das super Medikament für den Patienten gefunden, habe ich allein ihn geheilt oder hat der Patient mit seiner Selbstheilung, in Wirklichkeit ist es immer die Selbstheilung, deswegen Demut, Demut, Demut und auch wenn du Professor, Doktor, sonst irgendwas bist, sei trotzdem, bleib am Boden und denke, dass du Hilfestellung leistest, ja, bei diesem Selbstheilungsprozess, würde ich mal sagen, dass du vielleicht zufällig die richtige Taste getroffen und gedrückt hast und dann sei dankbar dafür, aber sei niemals überheblich, ist der nächste Tipp, ja. Also diese Arroganz und Überheblichkeit, sich so als Wunderdoktorin zu fühlen oder keine Ahnung, das wäre dem Heilungsprozess und dem Interaktionsprozess der Beziehungsebene mit deinen Klienten und Patienten abträglich, ja. Du darfst wohl stolz sein, das ist der nächste Tipp, sei stolz drauf, wenn du dich wohlfühlst in deiner professionellen Haut, sage ich mal, aber grenzt dich auch gut gegen dein Privatleben ab. Das heißt, das habe ich schon im vorigen Video geraten, dass man so eine Schleuse bauen soll. Das kann eine virtuelle Schleuse sein oder auch eine tatsächliche Schleuse. Schleuse soll heißen, dass du einfach durch etwas hindurch gehst, durch ein Medium hindurch. Das kann eine Fantasiereise sein, dass du kurz eine Entspannungstrance machst für 3 Minuten, das kann reichen. Oder dass du kurz Yoga machst oder dass du irgendein Pfefferminzbonbon kaust, anstatt bitte zu rauchen und dir einfach noch so deine 5 Minuten gönnst, bevor du in die professionelle Rolle einsteigst. Oder manche lesen die Zeitung vorher, manche trinken Kaffee, lesen die Zeitung, bitte wieder nicht rauchen. Ich kann dann gerne auch was zur Raucherentwöhnung machen. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich gerade befasse auf der hypnotherapeutischen Ebene. Wenn euch das interessiert, schreibt das gerne in die Kommentare unten rein. Also, so eine Schleuse kann auch die Berufskleidung sein, dass du einfach dich prozesshaft, das dauert ja ein paar Minuten, umkleidest und dann in die berufliche Rolle einsteckst und wenn du dich dann wieder in deine private Kleidung schmeißt, Luft schmeißt, dann sozusagen aus der professionellen Rolle bewusst wieder aussteigst. Also es braucht so ein Ritual, kann man auch sagen, statt Schleuse kann man auch Ritual sagen. Vielleicht ist die Steffi oder jemand anderer, ich glaube es war Stefanie, von den Zuschauerinnen so lieb und fasst wieder meine Punkte in den Kommentaren unten zusammen. Ich werde es dann anpinnen, wenn ich das nächste Mal dazu komme. Sonst muss ich selber nachträglich machen, weiß nicht, wann ich dazu wiederkomme. Ihr seid ja recht beschäftigt wie immer. Freue mich über eure Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen was gebracht zur professionellen Distanz.